krasse Dance-Moves. Riesende Liebe. Soll ich jetzt gerade eine Ansage machen? Nee. Und bei Aurelia läuft so semi. Warum bin ich immer so fit? Alter, das sind noch viel mehr als in der vierten Folge von Are You The One? Woo! Letzte Folge endet ja damit, dass wir erfahren haben, dass Francesco die Villa verlassen hat wegen persönlicher familiärer Probleme und Jules direkt mit ausziehen muss. Ja, und genau da steigen wir wieder ein, weil der Schock sitzt tief. Also, wer ist nicht drauf gekommen? Ich glaube, wahrscheinlich hatte sie bisher noch kein Wort wirklich mit ihm gewechselt gehabt und konnte es auch einfach nicht wissen. Das, was die Kandidaten ja immer falsch tun. Da nun aber dieses vollkommen zufällige Perfect Match natürlich super hilfreich für die anderen Kandidaten ist, gibt es auch eine leichte Bestrafung. Dafür habt ihr aber jetzt schon ein Licht sicher in der nächsten Matching Night. Also wir sehen uns nicht in der nächsten Matching Night, sondern bei der nächsten Challenge. Moment, heißt das jetzt in dieser Folge, gibt es eine Challenge und danach eine Matching Night? Oder fällt jetzt einfach die Matching Night komplett aus, weil die jetzt das Licht bekommen haben? Das ist nicht wieder eindeutig erklärt. Für jeden Scheiß reden die immer so viel und jetzt ist es nicht eindeutig. Okay, ich nehme es vorweg. Die Matching Night fällt aus. Warum gucke ich mir diesen Scheiß dann überhaupt noch an? Ich bin nie im Leben drauf gekommen. Niemals. Aber ich glaube, er hat dich schon erwähnt. Wahrscheinlich ungefähr so. Hey, ist das nicht Jules? Das war's. Naja, und als Finja dann auch noch erfährt, dass Jules jetzt ausziehen muss, macht sie auch das, was sie wirklich am besten kann. Hör auf zu heulen, Finja. Ich weine. Hör auf zu weinen. Hör auf. Finja, ist dir schon klar, dass Jules jetzt auszieht. Die ist die Gelackmaillette, ne? Du musst jetzt hier nicht voll ein Abheulen. Du kennst ihn ein paar Tage. Chill. Diogo wird kurz danach allerdings auch noch ausgefragt, ob er und Aurelia, naja, wirklich zusammenpassen, weil da läuft's ja richtig gut. Und Diogo ist da schon irgendwie unsicher? Ich kann ja gar nicht sagen nach 4 Tagen, ob es was ernst ist mit zwischen mir und Aurelia, aber von dem ersten Augenblick hat alles aufeinander zugetroffen. Ich finde seinen Satz war immer wieder faszinierend, wie Diogo sich ausdrücken kann. Das ist echt verrückt. Aber er scheint doch noch halbwegs angetan zu sein. Naja, aber da Jules jetzt ausgezogen ist, ist erstmal Party und da geht's richtig ab. Also wie die immer wieder feiern, ich verstehe es nicht. Vor allem, es geht dann nur noch so weiter. Was ist das? Dann doch lieber coole Party-Games. Wir suchen uns jetzt 5 Männer aus, ja? Und du musst die Brüste anfassen von den Männern. Und erraten, wer es ist. Oh Gott, das kann ja was werden. Aber ich finde auch schön, dass noch nachgeschoben wird. Du musst auch noch erraten, wer es ist, weil Joko wollte einfach nur begrapscht werden. Es ist so weich. Warte mal, wer kann das denn sagen? Mein Gott, die knetet das aber auch durch, als wäre es ein Brotteig, ne? Das war übrigens, glaube ich, Micha. Ich glaube, der heißt Micha. Manu hat dann witzigerweise die Aufgabe bekommen, Frauen zu küssen, blind, und soll dann erraten, wer es ist. Der hat 4 von 5 Frauen richtig erraten, nur die hier halt falsch. Valentina? Unangenehm! Ganz knapp daneben, ganz knapp, aber hey, passiert, ne? Valentina, such dir einen aus, mit dem du jetzt am liebsten küssen willst und dann natürlich, let's go. Das finde ich aber sehr nett von dir. Okay, dann. Ich weiß nicht warum, aber es wirkt für mich leicht wie so eine Rache von Kathi, oder? Valentina, du hast gesagt, ich bin eine Slut. Los, such dir einen aus und knutsch mit denen rum. Sei auch eine. Also, nicht, dass es wäre, es wirkt so, oder? Nämlich Tommy, weil ich habe Tommy schon mal geküsst. Und auch nur deswegen will ich nochmal Tommy, ne? Also, ich verstehe das alle. Ja, und Tommy denkt sich so, oh, ich will die nicht nochmal küssen. Ah, das soll jetzt nicht irgendwie komisch wirken. Machen wir es funny. Und ich finde, diesen Kuss kann man jetzt nicht so stark ernst nehmen, aber trotzdem könnte er noch vor Probleme sorgen. Bei dieser Party hat Valentina aber auch festgestellt, dass sie, naja, ein bisschen angetan ist von anderen Männern. Allen voran dem hier. Josua ist halt echt hübsch, ne? Also meine Ex-Freunde sahen halt, Josua kommt halt echt so nah an meine vergangenen Männer. Wenn wir mal ganz kurz überlegen, welche Männer wir aus dem TV kennen, mit denen Valentina schon was hatte, also jetzt nicht unbedingt Ex-Freund, aber schon was hatte, dann sehen wir diese Art von Männern. Und dann gibt es Josua, der sieht so aus. Das ist ein Unterschied, würde ich sagen. Aber Valentina entdeckt weitere Gemeinsamkeiten. Der ist so eher aggressiv. Ja, halt so, passt schon so zu mir. Und, Also magst du eifersüchtiger? Ja. Weil Valentina ist auch so eine Eifersüchtige und das ist doch bestimmt dann voll romantisch, wenn beide sich gegenseitig eine Wohnung einsperren und sagen, nein, wir gehen nur noch zusammen irgendwo hin. Oh, so romantisch. Die Party sind allerdings vorbei, die meisten Leute sind schon schlafen gegangen, außer Diogo und Aurelia. Die genießen noch den Moment zu zweit. Ja, nur hier, oder was? Jetzt halt schlafen, zuerst mal auf Sacho geguckt, die Uhr sagt, es ist schon 15:45. Ja, und dann kommt Partycrasher Melina und denkt sich so, Leute, hier wird geschlafen. Aber sie hat auch was Wichtiges zu verkünden. Der Tommy schläft bei Jackie. Hä? Ja, der hat sich umgesiegelt, da bin ich reingekommen, haben Jackie und der so getuddelt. Aber wir wollen festhalten, so sehr stört das Melina nicht. Denkt sich so, pff, ja, dann mach halt, mir egal. Also, ich glaub dir das auch. Dann war gut. Und dann sehen wir die ganze Schlafszenerie von diesen Menschen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Valentina und Kathleen schlafen direkt nebeneinander. Ich dachte, die haben Beef. Haben die irgendwie off-cam sich vertragen? Kann das sein? Und das wurde nicht gezeigt?
Ich habe so viele Theorien gerade wieder. Kann mir das irgendjemand beantworten? Kandidaten, die mein Video gucken, schreibt es mir in die Kommentare. Ich will das wissen. Da zwischen Tommy und Melina ist allerdings bis jetzt immer noch nicht so krass gut gelaufen. Es wird Tommy mal wieder mit dir reden, damit man sich ein bisschen näher annähern kann. Allerdings ist es irgendwie, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Hey, Melina, kannst du kurz kommen? Nö. Nicht? Nö. Okay. Ja, okay, dann reden wir nicht. Aber warum will Melina denn nicht reden? Man kann doch nicht morgens mit mir reden. Was fällt dem Typen auch ein? Melina hat ihren Kaffee noch nicht getrunken. Manche Leute, ey, die wollen Aufmerksamkeit an wirklich den unmöglichsten Zeitpunkten. Horror. Oh, wirklich. Weil Melina jetzt aber auch mit Tommy nicht reden wollte, denken alle natürlich, oh mein Gott, nach der Sache mit Jackie gestern. Melina, boah, die ist jetzt am haten. Wirklich, das ist ja Melina pur. Ja, und dann wissen alle Leute direkt schon Bescheid. Ich verstehe, dass die Melina eifersüchtig ist. Das sind Frauen. Das sind einfach Frauen. Ich habe die studiert. Danilo hat die studiert. Das sind Frauen. Frauen sind alle eifersüchtig. Er weiß, wie das Leben läuft. Oh mein Gott. Was ist das wieder? Warum redet der überhaupt? Wirklich, das ist nur Nonsens. Da Tommy und Melina aber nicht miteinander reden und alle anderen das ja mitbekommen haben, geht das Getusche jetzt los. Irgendwer hat gesagt, hab ich auch mitbekommen, dass du gestern schon wieder mit Valentina rumgemacht hast. Das war für den Spiel. Ja, Tommy hat während des Spiels mit Valentina geknutscht und Melina zugeguckt und alle waren dabei und keiner ist gestört. Ja, aber das wird jetzt irgendwie komisch breitgetreten, wie als wäre es ein Gerücht, als wären nicht alle dabei gewesen und hätten es gesehen. Jetzt wird daraus wieder eine richtige Sache gemacht. Ja. Ich könnte kotzen. Das nur, weil Mr. meint, ihr müsst überall kotzen. Ja, richtig. Und jetzt regt sich Melina darüber auf, dass wahrscheinlich Tommy das allen Leuten erzählt, obwohl er es nicht allen Leuten erzählt, sondern alle Leute ihm das erzählen. Und die reden nicht miteinander und regen sich beide mit den anderen auf. Leute, Kommunikation ist wirklich manchmal echt hilfreich. Melina, mach mal, bitte. Leider hat Eugen irgendwie sich angesprochen gefühlt und redet dann aber erstmal mit Diogo, weil der ja auch mal was mit Aurelia hatte. War übertrieben anhänglich so. Wollte die ganze Zeit kuscheln. Und hin und her. Und irgendwie klingt das auch nach Aurelia, oder? Schon sehr. Meinte, nee, gar nichts. Das ist die größte Lüge. Oder da ist nichts gelaufen, weil ich nicht wollte. Aber ich habe Nein gesagt. Ja, aber ich mache mir auch Gedanken, weil die widerspricht sich ein bisschen. Und wenn Diogo sich schon Gedanken über eine Situation macht, dann weiß er auch wieder, die Kacke ist am Dampfen, ne? Und Eugen ist aber auch komplett verunsichert, ist ja auch so, ah, will ich noch was mit Aurelia, weiß ich nicht. Ja, das merken wir uns erstmal, da kriselt jetzt auch erstmal. Aber zurück zu Tommy, der will jetzt nämlich gar nicht mit Melina reden. Ich gehe da nicht hin, Ist mir egal. Auch wenn die so 2 Wochen lang nicht kommt, dann ist Pech. Man sollte sie auch einfach ignorieren, mein Gott. Und dann 5 Sekunden später halt das, ne? Melina, hättest du Lust, jetzt zu reden oder nicht? Ja, und dann lösen sie hoffentlich das Problem. Ich muss mir anhören, ich wäre eifersüchtig. Aber weißt du, das kann ich nicht dafür. Ja doch, du bist ja zu jedem gegangen, hast mit ihm geredet. Ich bin nicht zu jedem gegangen. Natürlich. Na okay, vielleicht sollten die beiden doch nicht miteinander reden, das wird ja nicht besser. Oh Gott, Leute, könnt ihr nicht vernünftig miteinander reden und sagen, hey, das ist, glaube ich, in meiner Sicht passiert. Wie ist es aus deiner Sicht gewesen? Nein, erstmal bohrende Vorwürfe. Und jetzt denkt hier jeder, ich wäre wieder komplett auf. Hier denkt keiner was, ich sag's dir. Das ist allerdings in dieser Sendung wahrscheinlich wahr. Diogo, voll verunsichert, will jetzt aber auch mit Aurelia reden. Ach Gott, Leute, ihr wisst, wenn die reden, nee. So nach dem Motto, wenn er gewollt hätte, wäre da mehr gelaufen. Meiner Meinung nach wird da jetzt einfach nur Feuer geschonnen, weil er das nicht sehen kann, dass wir jetzt so nah sind und uns was aufbauen. Wirkt Eugen für euch eifersüchtig? Sieht es irgendwie so aus, dass er mir das irgendwie jucken würde? Nein. Aber hey, ja, Aurelia, das ist wahrscheinlich der Fall. Es hätte sein können, das, was ist das für eine Scheiße? Es ist ein Kindergarten, mein Gott. Da muss man ihr aber zustimmen. Also Diogo hat mit Eugen geredet und eventuell hätte mal was passieren können zwischen Eugen und Aurelia. Ist es aber nie, ist auch scheißegal und es ist Vergangenheit. Und darauf wird sich jetzt drauf hochgezogen. Ja, und jetzt ist Aurelia fertig, ne? Ich will niemandem was Böses und ich... Warum muss man dann so hasserfüllt sein, dass man jemandem alles kaputt macht? Ihr Herz ist jetzt gebrochen, weil Diogo ihr sowas vorwirft und damit Probleme macht. Und ja, jetzt muss sie wirklich zu jedem gehen. Zu jedem Einzelnen, den das interessiert und loslegen. Es ist nichts gelaufen. Wo sind wir denn hier? Es ist nichts gelaufen. Hätte, wäre, könnte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte. Ja, gut, dass Aurelia auch irgendwie kein Drama, was keins ist, bereittritt, ne? Mein Gott. Warum bin ich immer so fit? Aurelia, weil du immer dich auch in die vorderste Reihe stellst, wenn du hörst, was? Gibt's da gratis Idioten? Ich nehme ihn mir. Also, das ist ja auch so. Gucken wir uns dann lieber erfolgreiche Liebe mal an. Jill hat jetzt mit Danilo losgelegt. Ich hatte nichts dagegen. Ich bin mir ja voll sicher, dass wir das Perfect Match sind. Also von Anfang an war ich mir sicher. Und jetzt bin ich mir noch sicherer nach dem Kurs. Wir halten fest. Jill denkt, er ist ihr Perfect Match. Jill redet mit diesem Typen und merkt so, Alter, da passt ja gar nichts. Das ist ja komplett nicht kompatibel. Dann knutscht sie mit ihm. Ich hab's immer gewusst. Er kann so toll küssen. Oh. Jill, bist eigentlich bescheuert. Wirklich. Naja, und dann gibt's auch noch Sarah, die gesehen hat, was? Jill und Danilo haben Spaß? Ich kann auch Spaß haben. Also mit Sarah, ich weiß, was da abgeht.
Es entwickelt sich was Schönes zwischen uns. Ihr habt einfach nur einen weirden Dance hingelegt, Salvatore. Wo ist das jetzt was Schönes, was sich entwickelt? Naja, das hat allerdings der eifersüchtige Josua damit bekommen. Ja, und der ist halt eifersüchtig, ne? Ich bin wirklich sauer. Ich bin richtig sauer und ich kenne mich so nicht. Und ich weiß aber, dass ich so sauer bin, weil mir wirklich was an ihr liegt. Sie hat auch einfach mit ihm getanzt. Ich meine, zwischen ihrem Arsch und seinem Becken waren irgendwie 50 cm gefühlt, aber... Ja, das Drama ist real und das muss Josua jetzt klären. Immerhin spricht er sofort an. Ich fand's ein bisschen komisch. Vor ein paar Tagen hast du mir erzählt, dass du nicht der Typ bist, der mit seinem Arsch vor dem Schwanz von irgendjemand rumtanzt. Nein, mach ich auch nicht. Und sie hat's nicht gemacht. Ein bisschen schon, aber irgendwie auch nicht. Eher nicht. Ja. Und dass du dich so an der Hüfte anpacken, das finde ich sehr weird. Willst du jetzt gerade eine Ansage machen? Nee, ich will... Ja, doch, irgendwie schon, genau das möchte er tun. Und die beiden wirken nicht mehr so süß zusammen. Irgendwie, nee, da ist die Luft schon wieder raus. Ich mag das, wenn du mehr so normal tanzt für dich und so. Das möchte Josua also von seiner Fastfreundin sehen, wenn sie normal tanzt. So, yay, ich hab Spaß. So für dich halt. Josua ist nicht mein Perfect-Match, auf gar keinen Fall. Schade. Ja, aber da ist bei Sarah und Josua jetzt richtig Krise, denkt sich Valentina so, oh mein Gott, meine Chance ist gekommen. Es ist halt der schlechtmöglichste Start, jemanden kennenzulernen. Ich glaube, Aurelias Anwesenheit ist einfach schon der schlechtmöglichste Start, um jemanden kennenzulernen. Aber ja, mit einem anderen Typen rumzuknutschen und dann irgendwie mit Josua rumzubitchen, war wahrscheinlich echt nicht so geil. Man kann ja deswegen nicht eine Person irgendwie in eine Schublade stecken oder sagen, dass die immer so ist und offensiv ist. Valentina bitcht sofort Kathleen an und schiebt sie in eine Schublade und sagt, du bist immer so. Findet aber, das sollte man nicht tun, wenn es um sie geht. Klingt fair. Wenn ich dich kennenlernen würde und die ganze Zeit mit dir abhängen würde, würde ich niemals mit einem anderen Typen tanzen. Niemals würde sie das machen. Wir erinnern uns noch an Aaron bei Ex on the Beach. Da kam ihr Ex-Freund plötzlich und Aaron war einfach Geschichte, obwohl sie die ganze Zeit mit Aaron dran war. Niemals würde sie sowas tun. Naja, und Diogo und Aurelia reden zum Glück jetzt auch nochmal mit allen anderen zusammen. Ganz toll. Du hast zwar ihm nicht erzählt, aber ihr habt gekuschelt. Ich... Aber du hast gemerkt. Guck mal, ich hab... Merkst du das? Ja, und das war irgendwie auch der Inhalt des Gesprächs. Also, da kam nichts wirklich bei rum. Einfach nur Verwirrung. Sorry, aber das geht dich nichts an. Das hat ja hier nichts zu tun. Und da habe ich auch nicht gelogen. Ja, aber du wolltest mir doch jetzt alles erzählen. Hä? In Wahrheit geht es Diogo einfach nichts an, was mit Aurelia war und Eugen. So gesehen hat sie recht, das ist Vergangenheit. Und die merkt es vielleicht auch, das wird nichts. Hoffentlich wird das nichts. Hoffentlich gehen jetzt auf der getrennte Wege. Hoffentlich ist das jetzt das Aus der beiden. Oh Gott. Das war anstrengend. Und diese komische Folge endet damit. Irgendwie hatten eigentlich alle nur Streit, oder? Also nicht mal Streit, sondern einfach nur Beziehungsstress, der nicht mal da ist. Lame. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.